denken Sie, dass Olaf Scholz jemand ist, den Sie gut schlagen können? Ach, wenn Sie im Finale stehen, würde ich jetzt mal so sagen, müssen Sie gegen jeden gewinnen. Ich will das Spiel gewinnen. Wenn Sie im Champions-League-Finale stehen und wollen das Ding gewinnen, natürlich schauen Sie da auf den Gegner. Aber wir wissen beide, um 18 Uhr ist Schluss am Wahltag. So, und deswegen ist es kurz vor 12. Und er steht immer noch auf dem Platz und spielt weiter. Wir spielen auf Sieg und nicht auf Platz. Wir handeln mit Zitronen, wenn wir das machen. Wir haben nur einen Schuss, der muss sitzen. Und glauben Sie mir, der Berg ist steil. Der Berg ist steil. Der Berg ist sehr steil. Wir haben wahrscheinlich einen großen Rucksack. Und wir haben auch einen Rucksack. Wenn du absteigst, dann musst du als Trainer sagen, dieses Land hat nicht mehr viele Schüsse frei. Das ist wie im Fußball. Man muss auch mal verlieren können, aber man muss es zugeben. Und dann muss man aufstehen und es besser machen. Da haben wir die Wahl auch verloren, da haben wir zugestanden. Da sind wir hingefallen, jetzt sind wir aufgestanden. Und sind damals hingefallen und sind wieder aufgestanden. Man fällt mal im Leben hin, dann kann man aufstehen. Das sehe ich so wie Otto Rehagel. Es gibt keine alten und jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte. Ganz, ganz wichtig, dass man auf dem Teppich bleibt. Da ist auch Demut angebracht. Demut? Auch mal ein bisschen Demut zeigen. Wir machen Union pur. Union pur? Ja. Union pur. Pur Wahlkampf. 100% Union. 100% Union. Vielleicht wird irgendwann mal von Merzen die Rede sein. Das Merzen steht für nach vorn. Wir packen es an. Es geht. So, und das ist, glaube ich, das Problem, dass dieses Blablabla,